Und damit herzlich willkommen zurück zu Laggy Mac Lagface Forza Horizon 3. Ich hoffe, das Spiel laggt jetzt nicht mehr. Wenn es jetzt mehr laggt als im letzten Part, liegt es im Opera. Ich habe jetzt nämlich Browser offen, weil ich hochladen nebenbei, sonst würden die Videos nicht kommen. Nice Fanrennen, schön. Stadtfelder querfeldein in dem Eimer. Let's go. Wir sollten ja heute immer das Auto wieder tauschen. Haben wir ja genug mit dem Auto jetzt hinzugebracht eigentlich. Ich versuche ja gerade alle neuen Rennen abzuschließen. Was? Sie liegen mit Leichtigkeit. Von überdurchschnittlich auf sehr erfahren. Okay, das merken wir uns mal. Ja, hätte ich jetzt eh gemacht. Ne, von überdurchschnittlich auf sehr erfahren. Kriegt 5% mehr Cash. Dann gibt es noch Experte, Profi und Unschlagbar. Ich glaube, auf Experte waren wir schon. Ich glaube, auf Profi und Unschlagbar jetzt nicht. Wir ziehen natürlich wieder alle einfach an uns vorbei. Ist kein Rundkurs, so wie ich es erst dachte. Das hier erinnert mich sehr an GTA San Andreas, muss ich sagen. An dieses Ah shit, here we go again Meme. Gutes Meme übrigens, gutes Meme. Fällt mir sehr gut. Die fahren alle diesen Golf-Kart-Verschnitt, ne? Das sind die meisten jetzt hier gerade irgendwie. Ist aber auch, glaube ich, so das Schnellste, was man fahren kann hier. Von daher ein bisschen understandable. Aber ich würde sagen, wir kommen leicht noch Richtung Platz 1. Wir fahren jetzt erstmal ein bisschen auf der Schwierigkeit hier rum. Ich habe immer noch keine richtige Erklärung, was Spielschwierigkeit und Driver-Tar-Schwierigkeit ist. Also ich glaube, Driver-Tar-Schwierigkeit sind halt wirklich nur die Driver-Tare. Ich schätze mal Spielschwierigkeit, da werden dann auch die Challenges und so schwieriger. Kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen, dass man dann irgendwie... Das war lustig. Dass man irgendwie schneller für Blitzer sein muss oder so. Weil das hätte ich unter Spielschwierigkeit verstanden. Alter, wenn ich nicht so beschissen fahren würde, wäre ja schon Platz 1. Wenn wir mal ehrlich sind. Ich fahre halt echt beschissen aktuell. Ich weiß, ihr würdet jetzt bestimmt sagen, ich fahre immer beschissen. Das ist ja auch nicht komplett falsch. Wo ist denn der Erste? Junge, warum ist denn der Erste so weit vorne? Also den kriege ich hundertprozentig nicht mehr. Außer er macht jetzt irgendeinen Fehler. War das... Habe ich das übersehen, dass er sich nach vorne gebackt hat? Oder fährt er einfach wirklich nur gut? Kann ja auch sein. Ich kann mir zwar ehrlich gesagt kaum vorstellen, dass er so weit, also so viel... Hallo, ich lenke die ganze Zeit schon. Kleiner Spaßfakt am Rande. Ich habe hier schon überall gelenkt. Schon besser. Meine Güte. Dann wollen wir mal versuchen. Nee, den kriegen wir im Leben nicht mehr, Alter. Also selbst wenn er jetzt noch einen harten Unfall baut, dann müsst schon einen richtig harten Unfall bauen, damit wir den noch kriegen. Spiel? Man sieht sogar, wie ich nach rechts lenke. Sieht man auch nicht immer. Danke. Hallo! Ich würde sagen, in dem Auto wird man stark zu einer Richtung immer hingedrängt. So richtig schön gerade Auslauf hat er nicht. Das war sogar noch ein bisschen knapp, ey. Also, war es nicht. Gut, zweiter Platz. Alles fein. Haben wir geschafft, würde ich sagen. Haben wir geschafft. Ich muss übrigens noch 4 Parts jetzt aufnehmen. Ich weiß zwar nicht, wie das jetzt kommt. Ich habe nicht 2 aufgenommen, würde ich sagen. Aber scheinbar schon. Keine Ahnung. Gefühlt habe ich jetzt einen aufgenommen. Gut, ich würde sagen, ich baue das Ding noch nicht aus, oder? Und dann kommen halt wieder neue. Die nerven mich wieder. Ich fahre mal eben dahin. Ja, den Schotter. Okay, ich korrigiere. Ich fahre nicht mal eben dahin. Ich hole uns mal eben ein bisschen Geld. Gegen Niki. Denn Geld stinkt nicht, sag ich immer. Rott, Wils, Ripprott.
Rip wir oder? Rip Mickey? Regen nervt mich ja immer ein bisschen in solchen Spielen. Weil ich halt legitim gar nichts mehr. Hallo? Beruhig dich. Weil ich halt legitim gar nichts mehr sehe. Klar, gar nichts ist auch maßlos übertrieben, aber. Junge, Niggi! Musst du keine Checkpoints mehr nehmen? Die Assi fährt das mal komplett querfeld ein, ey. Aber schafft er trotzdem nicht gegen uns. Nice. Ah, schön, 44.000. Wo sind wir denn jetzt? Ah, okay, wir sind auf der richtigen Straße schon mal. Neue Straßenrennen. Gewinnen Sie 6 weitere Kopf-an-Kopf-Rennen, neue Straßenrennen freizuschalten. Ja. Nicht jetzt. Würde ich sagen. Find's schade, dass es davon. Ich glaube, davon gibt es einen pro Festival-Erweiterung. Sicher bin ich mir aber nicht, das ist meine Vermutung. Falls es so ist, finde ich es schade, weil damit verdient man halt sehr leicht sehr viel Geld. Und das mag ich. Sehr leicht sehr viel Geld verdienen, das ist immer attraktiv. So lange ist das Ding hier übrigens auch nicht, ne? Also irgendwie 2,30 oder so. Die wir gleich fahren. Ist ja schon recht zügig, muss man sagen. Da habe ich wieder auf der Straße, danke. Ich möchte nämlich gerne einmal im Kreisverkehr diesen wunderschönen Schnellreiserabatt haben. Da haben wir jetzt ja inzwischen immerhin 15 von. Wird, glaube ich, jedes Mal ein Huni günstiger. Gefühlt zumindest. So, und dann gucken wir uns mal den PR-Stand hier an. Das wird ein Blitzer sein, gehe ich davon aus. Ja, da steht er. Blitz. Hallo. Darf ich jetzt bitte wieder? Nein. Danke. Das aktive Meisterschaft. Das da. Möchte ich mir gerne angucken. Da muss ich übrigens auch noch die Meisterschaft scheinbar machen. Muss ich jetzt bei jedem das Fanrennen und die Meisterschaft machen? Bin mir nicht ganz sicher. Also ich weiß es nicht. Wir fahren jetzt schon wieder mit dem hier. Ich glaube, mit dem haben wir so die meiste Fahrzeit eigentlich. Also insgesamt. Ich würde gerne mal wieder mit dem Volvo fahren. Mit dem sind wir ja nur ganz kurz gefahren. Da ist übrigens noch so ein Schild, was ich eben übersehen habe. Das hole ich mir jetzt mal eben. Ist offensichtlichst unter der Wolke. Hallo, ich bin es, der Fisch. Sehr, sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, das ist ein Fanrennen, perfekt. Ich möchte nicht mit dem fahren. Das ist alle, glaube ich. Ah, wir können zum Dingens fahren. Deshalb fahre ich auch mit dem Volvo, weil ich den lange nicht gefahren bin. Ich habe den Controller die ganze Zeit auf dem Tisch. Wow, kluger Fisch, danke. Wird gar nicht. Kleiner Spaßfaktor am Rande übrigens, ich habe gerade 50% CPU-Auslastung, 50% Arbeitsspeicher und 60% GPU. Nur mal so für euch nebenbei. Bitte, darf ich fahren? Danke. Den Volvo haben wir, glaube ich, noch gar nicht getuned. Na komm. Krücke. Ich merke schon, die sind auf uns abgestimmt. 5 Runden? Da muss aber kurz das Rennen sein, Alter. Also die Gegner, ne? Die sind voll auf uns abgestimmt. Die sind gar nicht viel schneller als wir. Ich weiß aber nicht, ob es in diesen alle Autos Klassen das gibt, dass die so auf einen. Sie haben wahrscheinlich alle die gleiche Wertung im Auto wie ich, schätze ich mal. Aber dadurch kann trotzdem ja das eine Auto viel besser sein als das andere. Dann noch geht's tatsächlich. Ich fahre mir jetzt nicht so übertrieben krass beiseite. Das ist ein Jaguar, oder? Der Grüne? Vor uns? Also jetzt neben uns? Ich glaube ja.
Na komm. Kleiner Volvo, das schaffst du. Er ist auch eine Minute Rennen, Junge. Das ist 5 Runden noch, gell? Gut, müsst ihr wissen. Sehe ich jetzt nicht so. Aber okay. Siegen mit Leichtigkeit tun wir jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Wir haben ja eben schon richtig auf Fresse gekriegt von dem ersten. Der hat uns so richtig auseinandergenommen. Da waren wir einfach mal Lichtjahre von entfernt. Der ist ja durchs Ziel gefahren, Junge. Da sind wir gestartet, gefühlt. Das ist eigentlich für die Volvo schon geil. Schöner Kasten. Ich mag ja eckige Autos, wie man wissen könnte. Mein Uno ist ja auch so ein eckiger Haufen. Da geht es übrigens aktuell nicht weiter. Ich habe noch kein Schweißgerät. Dementsprechend kann ich nicht schweißen. Ende. Freddy, hässlicher Eimer, den du erfährst, möchte ich mal anmerken. Da vorne fährt ein Mini, oder? Ist das ein Mini? Ich sehe nur einen schwarzen Haufen. Aber den kriegen wir noch. Dürfte ein schön verbreiteter Mini sein. Meine Fresse. Ja, also da geht es noch nicht weiter, weil halt gerade kein Schweißgerät und dadurch keine Möglichkeit des Schweißens aktuell pausiert. Sobald ich ein Schweißgerät habe, könnte man da mal weitermachen. Ich wollte mir diesen Monat eigentlich jetzt kaufen. Gibt aber gerade nicht, dass ich haben will. Das ist gerade nicht lieferfähig. Ich habe mir eigentlich lieber ein gebrauchtes Schweißgerät gekauft, aber gebrauchte Schweißgeräte sind ja fast so teuer wie neue und dann weißt du nicht, ob die noch funktionieren und ich habe keinen Bock auf Bastelei. Ich möchte einfach ein fertiges Schweißgerät haben, was schweißt und fertig. Und ich möchte nicht das billigste haben, bevor Freddy mir jetzt wieder kommt und ja, die Dinge gibt es doch irgendwie für 100 Euro. Ja, aber ich möchte schon nicht übelsten Plunder haben. Ja, so ein bisschen Plunder, okay, aber nicht so übelsten Plunder. Ich habe halt schon so ein paar Ansprüche an so ein Schweißgerät. Zum Beispiel, dass es einen Euro-Zentralanschluss hat und die meisten günstigen haben halt keinen Euro-Zentralanschluss. Und dass es irgendwie mindestens 160 Ampere hat. Ich habe mir jetzt das Stahlwerk ST175 IGBT, glaube ich, ist es angeguckt. Das ist ein Micmac-Schweißgerät mit 175 Ampere Peak. Kann, glaube ich, bei 100%iger Auslastung, also bei 60%iger Auslastung kannst du mit 175 Ampere schweißen, bei 60%iger Auslastung glaube ich noch 150 oder 135 oder so. Das ist für meine Anwendung allemal genug. Das gibt's als Set, da ist dann schon ein Druckminder dabei und ein bisschen Verschleißmaterial und so. Und dann brauche ich nur noch eine Schweißgasflasche. Und theoretisch einen Schweißwagen, aber den kann man sich auch selber zusammenzimmern. Von daher alles gut. Das habe ich mir jetzt ausgeguckt, das kostet irgendwie so, ja, als Vollset glaube ich so 500 Euro. Ist jetzt kein übertrieben hochwertiges Schweißgerät, aber ist gute Mittelklasse, denke ich mal. Aber klar, da kannst du ja auch so ein, naja, wobei ich weiß gar nicht, was gute Schweißgeräte sind. Linde macht, glaube ich, gute Schweißgeräte, oder? Aber so sicher wissen tue ich das gar nicht. Ach, von den Schweißgerätgeräten hört man eigentlich recht gute Sachen. Schöne Turbo-Sound übrigens. Dafür, dass das hier ein Serieneimer ist. Schwierigkeit lassen wir erstmal, gefällt mir bis jetzt. Das Spiel schlägt einem auch irgendwann vor, wenn es einem zu einfach wird, aber muss sagen, da haben wir ja eben nicht so gut gefahren. Die Runde davor, wo wir nur Zweiter geworden sind. Heieieiei. Warte. Hab gerade kurz was geschrieben. Dann können wir hier ja mal entspannt weitermachen. Ein Camaro Z28. Keine Ahnung, was 28 bedeutet. Natürlich kriegen wir nicht 45. Aber der 124 Spider hat mir auch gefallen. Haben wir, glaube ich, aber schon einen, oder? Weiß ich gar nicht. So ganz genau. Gut. Dann. Hier ist ein entdeckter Perster, okay. Fahren wir mal dahin, würde ich sagen. Machen damit weiter. Ganz entspannt. Nachdem hier muss ich ja nur noch 3 Parts aufnehmen, das heißt in 5 Minuten. Wir sind jetzt schon bei 15.
Dann bin ich fast durch mit der Sache. Ich muss ja jetzt einen Part Witcher weniger aufnehmen, weil ich vergessen habe, Witcher hochzuladen gestern noch. Ich habe es legit halt einfach nur vergessen. Fertig war der Part. Also ich hatte die nächsten drei Parts sogar fertig, aber ich habe vergessen, sie hochzuladen. Ziemlich dumm von mir. Gebe ich zu. Gebe ich offen und ehrlich zu. Tut mir auch sehr leid. Bei Witcher macht mir eigentlich sehr viel Spaß. Auch wenn es ein bisschen stressig zum Aufnehmen ist. Ich glaube, ich habe auch schon wieder vergessen, dass die Parts 30 Minuten gehen und habe letztes Mal eine 20 Minuten Parts gemacht bei Witcher. Finde ich jetzt aber auch nicht so schlimm. Von daher. Solange ein bisschen Progress da ist. Hui. Alter, bin ich ein bisschen müde. Nice, dürfen wir sogar mit dem Volvo fahren. Schön. Cross-Landstraße Pfad. Den ganzen Arsch voll Volvos. Es gibt ja nur zwei alte und zwei neue Volvos, meine ich. Oh, und 155. Mit schöner DTM-Beklebung. Und hinter uns sind ein paar E30. Ein paar, meine ich, habe wirklich ein paar. Da ist noch 155er bei. Ich hatte erzählt, dass der Milano eigentlich ein 75er ist, aber in Amerika hieß der anders. Ich glaube, ja. Komm. So ein 155er bauen wir uns auch noch. Dann schön verbreitert als DTM, mache ich richtig Bock drauf. Aber ich möchte jetzt erstmal die Autos fahren, die wir sowieso schon haben. Jaguar sind wir auch noch nicht gefahren. Ich kann nicht, ob wir sonst noch Autos haben, die wir noch nicht gefahren sind, ich glaube. Ja klar, die ganzen Scheunenwunde halt, ne? Von den Scheunenfunden sind wir noch gar keinen gefahren. Meine Güte, ey. Komm, kleines Auto, du schaffst es den Berg hoch. Was sagen Sie, so ein 155er sehe ich dann aber auch wieder nur komplett verbreitert und auch nur mit richtig viel Leistung. Gar keine Ahnung, was so ein Ding kostet. Ich habe mal überlegt, mir so ein Ding privat zu kaufen, in einem passablen Zustand und ein DTM-Bodykit drauf zu würfeln. Ist aber sehr, sehr, sehr viel Geld leider. Ich glaube, so ein DTM-Bodykit kostet schon an die 10. Wenn es überhaupt noch welche gibt. Es gab mal welche. Du konntest sie kaufen, die Dinger. Ich glaube nicht damals, als sie gebaut worden sind. Das hätte Alpha eigentlich machen müssen, so ein Bodykit rausbringen oder halt irgendein Anbieter. Ich meine, das gab es auch, aber wie gesagt, nicht bezahlbar. Ah ja, ja. Ja, ist leider schade, dass so viele Leute absolut Anti-Alpha sind. Sonst könnte man mit so jemandem wie Prior-Design bestimmt mal was zusammen machen. Aber so als Privatperson ist das halt unbezahlbar, ne? Falls Prior-Design übrigens nicht kennt, der baut so... Ja, GFK-Bodykits, Breitbau-Zeugs. Hab für ein Duster was gemacht, lustigerweise. Und macht ansonsten relativ viel mit JP zusammen. Baut gerade zusammen mit JP und Rufen Moore ein Audi Coupé in Breit. Sieht gut aus. Sieht wirklich gut aus. Das KTM-Ding von JP kommt von ihm und da. Thunder Bunny Kit hat er gebaut, also das für den Golf 2. Das hat er zwar ja teilweise designt, Design-Anleihen sind ja von irgendeinem Designer, was alles nicht funktioniert, also zu bauen, weil er halt nur auf Optik gegangen ist und nicht auf Funktionalität. Was hat er noch gemacht? Ja, der war zu krass, Lampo hat er glaube ich auch gebaut, ich meine ein Rolls-Royce Body Kit. Ist durch, der Junge. Polnisch People ist er glaube ich. Der hat gut an den Birnen auf jeden Fall. Wieso ist es eigentlich schon wieder Nacht? Das stört mich. Ich mag in diesem Spiel die Nacht wirklich gar nicht. Gut. Ich würde sagen, wir gucken uns nochmal eben den PR-Stand hier an. Wird ein Blitzer sein, gehe ich mal ganz stark von aus. Die Gerüchteküche brodelt weiter. Ein stillgelegtes Auto verrottet in einem alten Schuppen. Mach das, was du immer machst. Kann ich, ehrlich gesagt, ziemlich gut mit leben. Oh, das war sehr langsam. Und dann ist hier ein Event. Danke. Ein Fanrennen. Das machen wir beim nächsten Mal. Bis dahin. Haut rein und tschüss.